Auch heute Abend wieder kurz vor 20 Uhr aus unserem interreligiösen Gebetsladen kam in Biberach eine besondere Gebetszeit, Social Distancing Prayer. Hier am Kerzenständer brennen Kerzen, ein ewiges Licht brennt hier immer. Heute denken wir besonders an die Ferienorte an der Nordsee oder an anderen Stränden. Wir denken an die Gastronomien dort, an die Geschäfte und an die Betriebe, die vom Tourismus leben. Wir denken an die Freizeitparks und an die Vergnügungsorte, die Menschen Entspannung und Erholung bringen. Wir denken an Neuöffnungen und an den Neustart wieder. Wir beten um ein gutes Gelingen und ein gutes Management im Rahmen der Corona-Zeit. Wir denken an die, die da arbeiten und an die, die alles organisieren müssen. Halten wir Abstand äußerlich, schenken wir Ermutigung durch ein Lächeln, ein freundliches Wort. Wertschätzen wir sie. Wir haben doch das Handy dabei und so viele Kontaktmöglichkeiten. Für diese Menschen wollen wir heute an dieser Stelle besonders beten, auch über alle Religionsgrenzen hinweg, um Kraft für sie und ihre Familie. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. Und wir beschließen unsere gemeinsame Gebetszeit auch wieder interreligiös mit dem Wort Amen.